So, dann hatten wir Maps, hat er gesagt, dreieinhalb Mal mehr genutzt als Google Maps, ohne Google Maps zu nennen. Er hat gesagt, sie machen Transit, also öffentlichen Nahverkehr, mit sinnvollen Haltestellen-Locations. Habe ich zum Beispiel neulich in Berlin so einen Fall gehabt, wo das nicht gestimmt hat, was mich echt viel Zeit gekostet hat, weil ich da an die falsche Straßenecke gelaufen bin. Welche App hattest du benutzt? Google oder? Google. Weil da hatte ich jetzt so in den USA zum Beispiel echt null Probleme damit. Also das ging eigentlich immer fantastisch. Was mich ja bei dem ersten Statement so dreieinhalb Mal mehr als Google Maps interessiert hätte, was wir natürlich nie erfahren werden, wie viele Apple Maps Nutzungen, wie viel Prozent der Apple ist. Ich versuche das Ganze nochmal in einen sinnvollen Satz zusammenzustecken, wie viel Prozent der Apple Maps Nutzungen auf dem iPhone denn über Siri ausgelöst wurden. Und was ist eine Nutzung? Also heißt das auch, wenn du irgendwie in Yelp eine Karte anschaust und das ist eine Apple-Karte, Ja, kommt auch zählt das nochmal zu. dort oder nicht? Oder wenn du damit navigierst oder wenn du nur irgendwas suchst oder was heißt das? Also das. Also, weil ich kenne es halt von mir. Ich sitze im Auto und dann stelle ich fest, okay, ich muss jetzt doch noch X zu XY fahren. Also, ich möchte jetzt keine Ahnung wohin. Und ich sitze halt im Auto und ich bin jetzt jemand, der halt normalerweise im Auto nicht an diesem iPhone rumfingert, wenn es nicht sein muss. Und wenn, dann fahre ich natürlich rechts ran und solche Sachen und mache den Motor aus. Und dann sage ich halt zu Siri, navigiere mich zu blablablub und lass halt dann Siri die Adresse suchen und starte die Navigation dann halt, weil es halt einfach sich nicht vermeiden lässt, über Apple Maps. Wenn ich aber die Möglichkeit hätte, dem System zu sagen, mach mal diesen ganzen Navigationsquatsch mit Google Maps, würde ich es sofort umstellen. Und Du könntest halt schon sagen, starte Karten und dann Google Maps starten und dann musst du halt dann nochmal die Navigation starten. Aber ganz genau. ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem glaube ich nicht, dass das einen hohen signifikanten Einfluss hat. Ich glaube einfach, dass die meisten Leute keine zweite Kartenanwendung nachinstallieren. Glaubst du denn Das nicht? Glaubst du glaube nicht, ich nicht. dass dieses Google Maps so in den Köpfen der Leute ist, dass man dann sagt, okay, da suche ich jetzt danach? Als App gibt es das nicht, als App ist es. Also ich kann nicht mehr irgendwie nicht vorstellen, weil ich meine, Google Maps ist doch inzwischen auch so ein Begriff geworden. Ja, ist schon ein Begriff, aber es gab ja schon so ein paar Statistiken, die gezeigt haben, dass diese Macht der vorinstallierten Standard-App so mächtig ist, also der Punkt ist einfach zu groß. Leute benutzen einfach das, was vorinstalliert ist. Okay. Also Leute im Sinne von viele, Ja, aber klar. natürlich längst nicht alle. Und dass das für Google Maps, dass da die Nutzung unter iOS schon stark eingebrochen ist mit dem Wechsel. Halt Das auch ist das, auch was sie von, an ja. Informationen bekommen, halt Ja, logischerweise wie auch. weit sich das natürlich verallgemeinern lässt, aber ich und diese 3x3 irgendwie, diese vagen Angaben zu mehr Nutzung sind natürlich alle mit Vorsicht zu genießen und was ist Nutzung bei der Maps App? Oder heißt das, du musst dreimal so lange suchen in Apple Maps, bis du gefunden hast, ja, was brauchst du auch dreimal mehr Suchanfragen? Also ist das alles sehr schwierig und ich würde da ja so, würd auch nicht allzu viel drauf geben, aber. So ist eine Tankstelle, musst erst an drei Autohäusern Ja, vorbei. genau. Muss erstmal die Autohäuser abklappern in der näheren Umgebung. Ja. Nein, also ich denke, also da muss man vorsichtig sein, aber nach dem, was so an Zahlen in den letzten Monaten auch rumgefleucht ist, sieht es tatsächlich so aus, als wäre die Nutzung der Standard-App einfach erstaunlich hoch und die Motivation oder das Wissen oder das Interesse von vielen Leuten nicht so hoch, dass die wirklich sich die App beziehen. Ich würde Google Maps auch so als Standard-Ding verstehen, wo jeder eigentlich sagt, ja, okay, das ist so Facebook, Google Map, so Facebook, WhatsApp, Google Map, ja, so ungefähr. Die Aber das scheint nicht zu sein. Google Maps App ist halt auch so ein bisschen unfreundlich, dadurch, dass sie dich am liebsten eingeloggt haben würde, ja, und dass sie auch sehr viel sinnvoller be zu benutzen ist, wenn du eingeloggt bist, weil sie sonst Ja. deine Heimatadresse und sowas gar nicht erstmal nimmt. Und vielleicht ist das auch ein bisschen abschreckend, weiß ich nicht. Oder auch Leute, die kein Google-Account haben. Das gibt es auch noch. Ja, zum Beispiel hier Restaurant, sagt dem Besitzer, hey, dein Restaurant ist falsch eingetragen. Und sag ihm hier, kannst du bei Google irgendwie deinen Shop irgendwie claimen und dann eintragen, was Öffnungszeiten, deine richtige Adresse und sowas. Und ich bin erstmal relativ sicher, dass der daran scheitert, dass der keinen Google-Account hat, um das zu machen.
Ja, dann muss er sich erstmal da anmelden und dann E-Mail und wie geht das überhaupt? Ich glaube nicht, dass das da gut geht. In dem Fall. Ich bin immer noch schockiert, dass du meinst, es gibt Leute, die keinen Google-Account haben. Klar gibt's das. Na, okay. Naja, und die andere Sache mit Maps und dem Apple fährt ja wohl in den USA auch rum und kartografiert man nochmal neu für sich selber, damit sie die Abhängigkeit von den Kartendiensten, also irgendwie TomTom und so weiter, auch noch irgendwann über Bord werfen können. Und auch die Datenbasis, was so jetzt noch in Yelp drin ist, so die Fotos von der Fassade und solche Sachen, ja. Also abwarten, bis die nach Deutschland kommen mit den Autos, dann sind wir mit den Mistgabeln hinterher. Aber eins wissen wir ja, blurren können sie von Apple gut. Ja. Das können sie dann direkt hier ganz Deutschland blurren. Ja, aber das ist interessant, oder? Dass diese Autos vornehmlich jetzt erstmal die Häuserfronten abfotografieren, um irgendwie besseres Bildmaterial für Yelp und so weiter zu erzeugen. Also Sie kartografieren irgendwas. Also das macht sicherlich auch Sinn, dass sie da also macht eigentlich keinen Sinn, dass sie das alles nochmal machen, aber es macht natürlich Sinn, dass sie ihr eigenes oder dass sie Zeug besitzen, über das sie eigene Kontrolle haben. Und es stellt sich halt immer noch die Frage, warum sie halt noch nicht mit einem größeren Anbieter dort also kooperieren tun sie ja mit TomTom beispielsweise für die Karten, aber warum sie nichts übernehmen in der Hinsicht. Wem gehört denn TomTom zurzeit? War das nicht, sind die noch eigenständig? Ja, ja. Ja? TomTom ist. Sind die TomTom zu teuer, um sie einzukaufen? Ich weiß es nicht vor, aber nicht für Apple. Also, ich meine, zu teuer ist halt relativ, ne? Aber. Vielleicht nicht preislich zu teuer, aber vielleicht zu teuer, um halt irgendwie die zu integrieren oder so. Und dann würden sie eh nur extern, vielleicht ist es auch zu günstig, es zu lizenzieren. Ja, weil es irgendwie ein Deal ist und TomTom macht den mit jedem, dann gibst du irgendwie hier Formular A, fülle aus, was du haben willst und so weiter und dann ist das irgendwie, dann sind die ganz offen. Vielleicht ist es einfach leichter, das so zu machen. Und ich kann mir da durchaus vorstellen, dass Apple eine Vorkaufoption hat, also dass TomTom jetzt nicht morgen sagt so, oh, wir sind übrigens von Samsung gekauft worden oder so. Also kann mir durchaus vorstellen, dass es zumindest solche Verträge gibt. Und ich meine, diese ganze Dramatik mit den Here-Maps von Nokia ist ja auch noch nicht gegessen. Gucken, wo die irgendwie hingehen. Ich nehme übrigens alles zurück, was ich über Here-Maps gesagt habe, dass die sinnvolle Navigation liefern würden. Das war neulich ein ganz schöner Mist, was der da erzählt hat. Ich bin an einer Strecke gefahren, wo ich mich gut auskenne. Und das war nur Mist. Also das hat überhaupt nicht gestimmt. Also ich glaube, so auf längere Strecken ist es schon ganz okay. Also von München nach Berlin hat er gefunden, ja, aber so innerhalb von der Stadt dann irgendwie von A nach B, das war sehr schlecht. Gut, also ich meine, München nach Berlin, das ist ja nur wirklich eine Strecke, die schafft man sogar ohne Navi. Ja, und das sage ich als jemand, der hier so bist du Bäcker. So immer Navi anmacht, weil könnte ja Stau sein, muss ich wissen. Ja. Also das öffentliche Nahverkehr ist durchaus interessant, finde ich. Also ich finde es spannend, dass sie nur in so wenigen Städten starten. Mal sehen, ob sie wirklich dann die Qualität halten können, dass das wirklich mit den Bahnhöfen und S-Bahn-Stationen und verschiedenen Ausgängen wirklich klappt. Weil das würde ein wirklich praktisches Problem lösen. Das ist ja nicht so, also verhältnismäßig zu alle Straßen der Welt sind alle U-Bahn-Stationen in New York ist ja ein übersichtliches Problem eigentlich. Mhm, ja. Andererseits, wenn halt eine Position nicht stimmt, wie bei Google Maps in Berlin, bei der Bushaltestelle, dann läufst du halt im Kreis, bis du blöde wirst. Das ist richtig, ja. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Problem, dass du mit ein bisschen Geld und Zugriff auf Studenten oder sowas relativ einfach erschlagen kannst mit irgendeiner billigen Billo-App, die... Sag mal, hat das jemand noch parat, wie das Verhältnis war? Weil es waren noch irgendwie paar Städte in den USA, dann irgendwie Berlin war dabei. Ja, und dann irgendwie ganz viele chinesische? Ja, ja, 300 in China. Und ist es wirklich 300? Ja, ja, und da gibt es irgendwie so ein staatliches Monopol und Alibaba hat damit zu tun. Stimmt, und irgendwas. Alibaba hat mit allem was zu tun in China. Irgendwas machen mit immer Alibaba fragen. Das war eine bizarre Differenz, oder? Ja. Also, ja, weil halt die westliche Welt das nicht auf die Reihe kriegt, ihre dummen Nahverkehrssysteme zu veröffentlichen. Ja, ja, vielleicht haben sie von China einfach hier so einen Eimer voll JSON bekommen, wo halt alles drin stand. Ja, genau so. Und so sollte es halt auch sonst sein, aber das kriegen die natürlich nicht. Das ist das gleiche Problem, was wir hier schon 15 Mal hatten.
irgendein Student schreibt irgendeine App für die, hat ein Hörer von uns gemacht, ne? Hat die Straßenbahn in Halle, glaube ich, eine App geschrieben für Straßenbahnabfahrtszeiten in Halle. Da hast man einen Brief von den Stadtwerken bekommen. Was soll denn der Mist? Mhm. Ja? Also es war doch hier mit Fahrinfo das Gleiche in 15 Berlin, Städten. Ja. Sowas. Was soll denn der Mist? Ja, ja. Also unsere U-Bahnen. Ja, Freund von mir, Peter hat für Linz so eine App geschrieben und da gab es halt so, hier sind unsere Daten, mach mal. Und es ist dieselbe Schnittstelle wie überall. Und dann hat er halt in andere Städte geschrieben, hey, ich könnte... Was? Nee, ist verrückt. Und die App, die in Linz ist, ist das die geilste App, die man halt haben will. Aber ja... Hier ist das, nee, das haben wir nicht selber gemacht, das geht so nicht. Ja, wir machen ja Streifenkarten, das kannst du von uns kaufen, kannst du das. Ganz genau. Absurd. Also das ist schon, da sind wir ganz besonders. Ja, und wahrscheinlich auch nicht nur Deutschland, sondern auch die, naja, egal. Und Nahverkehr in den USA gibt es halt nur in 3 Städten, das ist auch schnell erledigt. Ja, ja, genau. Das stimmt allerdings, ja. Der Nahverkehr in den USA heißt ja Auto. Ja. Richtig. Gibt es ja auch Apps für, auf der Uhr auch, die dann zeigen, wie lange das noch laden ist. Das ultimative mobile Gerät, so ein Auto. Also ein wirklicher Abenteuerausflug ist, wenn du sagst, du willst Los Angeles mal mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln erkunden. Oh, lol. Das ist, also kannst auch in den Dschungel fahren, das ist ja so die gleiche Abenteuer, oder? So, das ist teilweise aus dem Auto-Abenteuerurlaub, wenn du da rumfährst. Oh ja, wir haben falsch abgebogen und schon bist du froh, wenn du gepanzerte Scheiben hast. Ja, ja. Schöne Stadt. So.